Guten Abend, ihr lieben Glaubensgeschwister, ihr lieben Freunde und Gäste. Wir melden uns hier aus der Neuapostolischen Kirche in Essen-Altenessen und heißen euch herzlich willkommen zum Liederabend für den Frieden. Wir freuen uns, dass es nach über 2 Jahren wieder möglich ist, hier in Präsenz gemeinsam zu musizieren und ja sogar ein Konzert zu veranstalten. Keiner freut sich mehr darüber als die Musiker selbst, glaube ich. Ja, und aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine war auch ganz schnell klar, unter welchem Titel dieses Konzert stattfinden soll. Lieder für den Frieden. Und ganz schnell war auch die Idee geboren, daraus ein Benefizkonzert zu machen. Da haben wir auf der einen Seite die Freude über das gemeinsame Musizieren und auf der anderen Seite die Sorge um den Frieden in der Welt. Und wir machen uns alle Gedanken um das, was an Leid, Verfolgung, Terror in der Welt passiert. Und da wollen wir nicht nur an die Ukraine denken, sondern rund um den Globus gibt es so viele Gebiete, wo Unfrieden herrscht, wo Verfolgung ist, wo Menschen leiden müssen. Ich greife gern einen Impuls unseres Bezirksapostels auf, der am Sonntag, am Jugendtag, die Jugend, ja und eigentlich alle Christen dazu aufgerufen hat, eine Friedensbewegung zu gründen und Aktionen für den Frieden zu starten. Ich denke, heute Abend können wir mit Fug und Recht sagen, das ist eine der ersten Aktionen für den Frieden. Wir haben die Möglichkeit zu spenden und ich soll noch einmal hier den Hinweis geben, dass im Laufe des Abends immer wieder diese Spendenmöglichkeit auch eingeblendet wird. Konzert kann Frieden nach innen und Frieden nach außen wirken. Einmal Frieden in uns, die wir hier gemeinsam zusammen sind und der Musik lauschen. Ganz besonders gilt das natürlich auch für alle, die angeschlossen sind. Aber dieser Friede mag sich dann in uns ausbreiten und durch uns auch weitergegeben werden. Ein Dank geht an die Sängerinnen und Sänger, an die Instrumentalisten und auch natürlich ein ganz besonderer Dank an die Technik und an alle die, die vorbereitend dazu beigetragen haben, dass dieses Konzert stattfinden kann. Nun wünsche ich gutes Gelingen, viel Freude, Impulse des Friedens, aber lasst uns nach Art des Hauses mit einem kurzen Gebet dieses Konzert einleiten. Großer Gott, wir kommen in einer großen Gemeinde zusammen und sagen dir Dankeschön. Dankeschön, weil du es möglich gemacht hast, dass wir hier in diesem Moment zusammenkommen können und dass wir vor einem besonderen Ereignis stehen, einem Ereignis, was uns Freude bereiten soll, aber was auch einen Impuls hinaus in unsere Umgebung setzen soll. Hab Dank dafür. Treuer Gott, schenk gutes Gelingen bei den Aufführungen. Lass die Technik gut funktionieren, damit auch alles sehr gut empfangen werden kann. Wir bitten dich auch um deinen ganz besonderen Engelschutz, dass durch dieses Konzert niemand zu Schaden kommt. Großer Gott, und dann denken wir natürlich auch an das Leid, an die Sorgen und an all das Ungute, was in der Welt ist und bitten dich, hilf auch da. Schenk auf dem Nachhauseweg, wenn das Konzert zu Ende ist, auch deinen Engelschutz und deine Bewahrung und erhöre uns, bitte in Jesu Namen. Amen. Amen. Nun mag die Musik erklingen.
Neben mir steht Mirko Stachowiak. Mirko ist nicht nur Leiter dieses Konzertes, sondern du bist auch Initiator dieses Benefizabends. Ja, tatsächlich. Es war eine spontane Idee nach dem, was wir aus der Welt sehen, was gerade immer näher rückt. Wir können eins tun, nämlich das, was eigentlich alle Menschen verbindet, und das ist die Musik. Wir können miteinander musizieren. Ich bin so dankbar, dass wir so viele Sängerinnen und Sänger aktivieren konnten, trotz der Pandemiesituation, die wir haben. Und ich bin von Herzen dankbar, dass sie alle dabei sind, auch die Instrumentalisten, die wir gewinnen konnten. Großartig. Lass uns den Kreis erweitern, den es zu danken gilt. Und das sind Sie, liebe Zuschauer. Sie sind diejenigen, die zu Hause sitzen, diesem Konzert lauschen. Ja, und natürlich aufgefordert sind, zu spenden. Auch von meiner Seite. Ich danke schon jetzt für jede einzelne Spende, die eingeht, zu einem guten Zweck. Aktuell, wir haben die Zahlen, 12 Millionen Menschen in der Ukraine sind im Moment auf humanitäre Hilfe angewiesen, und zusammen können wir hoffentlich das Leid ein wenig lindern. Ganz herzlichen Dank. Die Spendeneinnahmen des heutigen Abends kommen wie angekündigt der Arbeit von NRK Caritativ zugute. NRK Caritativ ist das Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche. Unsere Vision ist eine Welt, in der sich jeder Mensch angemessen ernähren kann, in der Bildung frei zugänglich ist und in der ein gesundes Leben ermöglicht wird. Die Krisen auf der Erde nehmen immer weiter zu, sodass wir neben dieser langfristigen Hilfe auch im akuten Notfall Unterstützung leisten. So auch aktuell in der Ukraine. Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Helfhilfe zur Selbsthilfe sowie zwei lokalen Organisationen unterstützen wir die Betroffenen im Westen, im Osten und im Süden der Ukraine. Dabei bekommen wir auch Unterstützung vom Auswärtigen Amt. Wir unterstützen durch die Verteilung von Nahrungsmitteln und Hygieneutensilien. Wir leisten finanzielle Direkthilfe und unterstützen auch Hospitäler und medizinische Einrichtungen mit medizinischem Equipment. Geplant ist zudem die Einrichtung einer Hotline, über die sich die Menschen mit adäquaten Informationen versorgen können. Und zudem wird es ein psychosoziales Angebot geben, sowohl online als auch in den vertriebenen Camps. Ja, wir prüfen natürlich auch aktuell die Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland haben, insbesondere hier in Dortmund, wo unser Standort ist, und sind auch hier mit Organisationen in Kontakt. Ja, auch der Wiederaufbau wird eine Mammutaufgabe sein, die uns bevorsteht. Und wir hoffen, dass wir auch damit zeitnah starten können, denn das würde bedeuten, dass der Krieg endlich ein Ende gefunden hat. Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen weiterhin einen angenehmen Abend. Herzlichen Dank.
Wir sind jetzt hier in der Republik Moldau in Chișinău. Wir haben Flüchtlingsheime besucht, wo viele ukrainische Geflüchtete, vor allem aus dem Süden der Ukraine, untergebracht sind. Hauptsächlich Frauen und Kinder und Großeltern mit Kindern, die die Flucht angetreten sind, oft zu Fuß, weil das Benzin ausgegangen ist. Wir waren gestern im Norden Moldawiens an der ukrainischen Grenze. Auch dort nimmt der Flüchtlingsstrom nicht ab. Die Grenzübertritte verlangsamen sich. Auch hier ist der Grund vor allem, dass es einen Mangel an Benzin gibt und die Leute eben zu Fuß kommen und dadurch langsamer kommen. Was die Geflüchteten brauchen, wenn sie hier ankommen, ist eine Unterkunft. Viele sind in Studentenwohnheimen untergebracht. Da Studierende jetzt oft von zu Hause aus studieren, stehen diese leer. Es ist warm, es gibt auch Versorgung mit Essen. Jedoch sind oft die sanitären Anlagen in einem desolaten Zustand und es gibt auch nur sehr wenige Toiletten für die Anzahl der Geflüchteten. Helphilfe zur Selbsthilfe arbeitet in Moldawien mit Partnern zusammen. Wir werden die lokalen Kapazitäten stärken, vor allem Partner, die im medizinischen Bereich oder ohnehin im Flüchtlingsbereich tätig sind. Aktivitäten, die wir unterstützen, sind die Verteilung von Hygienepaketen. Es werden mobile Teams ausgesandt, die medizinische Hilfeleistungen stellen können. Es ist so, dass Moldawiens Gesundheitssystem sehr stark belastet ist. Wir werden auch Gutscheine verteilen. Das heißt, dass die Geflüchteten individuell auf ihre Bedürfnisse eingehen können. Wenn zum Beispiel die Kinder Allergien haben, dann können diese entsprechenden Nahrungsmittel gekauft werden von den Geflüchteten. Neben der Verteilung von Hygieneartikeln werden wir auch eine Näherei und eine Wäscherei unterstützen, die Bettdecken, Kissen und auch die Bezüge herstellen, sodass diese in ausreichenden Mengen vorhanden sind, um auch Krankheiten wie Krätze und Ähnliches verhindern zu können. Es sind bisher über 350.000 Menschen aus der Ukraine nach Moldawien geflohen. Davon bleiben bisher 110.000. Das ist eine enorme Belastung für den Staat Moldawien, weil sie selber nur 2,9 Millionen Einwohner haben. Und die, die hier bleiben, haben eben die Hoffnung, dass sie zeitnah zurück in ihre Heimatstädte können und wollen nicht zu weit weg von zu Hause. Es war sehr schön in den Tagen hier zu sehen, wie die Menschen in Moldawien die Geflüchteten aufnehmen. Es zeigt sich sehr viel Solidarität, ganz viele öffnen ihre Häuser. Und wir möchten jetzt einfach den Moldawiern helfen, weiter diese Hilfe zu leisten. Denn Moldawien ist das ärmste Land Europas und braucht da auf jeden Fall Unterstützung. Wenn man die Zahlen hochrechnet, dann hat in den letzten 5 Wochen das Land einen 3%igen Bevölkerungszuwachs gehabt, allein durch die Geflüchteten aus der Ukraine. Lukas 10, die Verse 30 bis 37. Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Thank you.
Es folgt jetzt das Friedensgebet. Im Anschluss an das Gebet für den Frieden werden Chöre und Instrumentalisten den musikalischen Schlusspunkt setzen. Anschließend endet die Übertragung aus dieser Kirche. Guter Gott, himmlischer Vater, wir kommen zu dir mit vielen Herzen und Händen gefalten zum Gebet für den Frieden. Wie sollen wir Frieden haben und halten, wenn gefühlt die Welt um uns im Chaos versinkt, eine Hiobsbotschaft nach der anderen folgt und wir manchmal gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll? Wir finden darauf keine Antworten. Wir brauchen auch nicht nach dem Warum zu fragen. Diese Antwort werden wir nicht bekommen. Wir wissen aber, dass wir immer zu dir kommen können mit unseren Sorgen, mit allem, was uns bewegt. Wir sind nicht alleine. Du hilfst uns, im Chaos die Ruhe zu bewahren, Frieden zu finden, Frieden mit uns selbst auch zu haben, damit wir in der Lage sind, anderen Frieden zu geben und in Frieden zu begegnen. Bitte, lieber Gott, gib uns die Kraft dazu, jeden Tag anderen Menschen in Frieden zu begegnen und so auch unseren Teil dazu beizutragen, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Mach es doch so, dass die Macht der Liebe siegen mag, anstatt dass die Liebe zur Macht überhand nimmt. Lieber Gott, lass doch Herzen gelenkt werden zum Guten für die Menschen. Schaffe doch Gedanken des Friedens in jedem Einzelnen von uns, zu jeder Zeit, auch wenn es manchmal schwer fällt. Lass uns doch weniger urteilen und mehr verstehen. Lass uns mehr Liebe geben. Lass uns aus dem Unfrieden in den Frieden kommen. Lieber Gott, habe Dank für diese Momente des Friedens, die wir hier erleben durften, unter dieser Musik. Lass sie doch in uns allen Einzug halten und bleiben für eine Zeit lang, damit sie uns hilft, auch diesen Frieden an andere weiterzugeben. Dieses bitten wir. Schaffe doch Frieden überall auf dieser Welt, auch vielleicht in unserer eigenen kleinen Welt, die vor unserer Haustür liegt, die in unserem Herzen liegt, in unseren Familien, in unserem Umfeld, damit wir es schaffen, diese Welt in Frieden ein bisschen besser zu machen. Bleibe bei uns mit deinem Engelschutz und mit deinem Frieden. Begleite jetzt jeden Einzelnen. Segne einen jeden Einzelnen für das, was getan wurde und was noch gegeben und getan wird. Lass es doch zum Guten und zum Segen für alle dienen, damit jeder Mensch, der in Angst lebt, doch wieder in Frieden und in Glück und in Freude leben kann. Dies erbitten wir von dir. Um Jesu Willen. Amen.